Hallo meine Lieben, heute machen wir gebackene Reisbällchen auf Salat. Unsere Reisbällchen habe ich gestern schon Reisbrühe gekocht. Das ist so ein Sticky, Klebreis, Bruchreis, Risotto-Reis. Also einer, der schön poppert wird. Und den habe ich mit ein bisschen mehr Wasser im Reiskocher gemacht, dass er wirklich schön klebrig ist. Dann habe ich da ordentlich einen veganen Parmesan. Den gebe ich da dazu. Ihr könnt auch einen anderen veganen Käse nehmen, den treibt. Und ein paar Hefeflocken möchte ich da noch dazu da. Die habe ich da hinten. Eben für den ein bisschen einen käsigen Geschmack. Also die Nutrition Yeast. Dann habe ich noch einen Koriander, ganz fein gehackt. Der kommt auch rein. Da könnt ihr auch wieder sämtliche Kräuter nehmen, frische oder getrocknete. Ich habe dann auch noch ein paar Lauchzwiebeln ganz klein geschnitten. Könnt ihr auch Schalotten nehmen oder einen Schnittlauch Petersilie. Und ein ganz kleines bisschen Oregano tue ich noch dazu, einen getrockneten. Und dann mischen wir das Ganze an. Mit was hast du denn gedacht? Mit den Händen? Mit den Händen, ja. Okay. Geht's? Ja. Also das darf man richtig manchen. Und das muss auch wirklich gut vermischt sein. Ist nicht so richtig durch die Finger quetschen. Dann kriegt der klebrige Reis auch gleich so seine pickere Konsistenz. Ein Glutinus oder Klebreis kriegt es auch zum Beispiel beim Asiaten. Und sonst nehmt ihr einfach entweder einen Rundkornreis, so einen Risotto-Reis oder einen Milchreis oder einen Bruchreis. So. Das ist jetzt alles schön vermischt. Und da habe ich jetzt ein kleines Schüssel mit Wasser, weil da werden wir jetzt mit leicht feuchten Händen werden wir so Kugel dran. Wir machen da kleine Kugel, weil die auf den Reis kommen sollen, also auch auf den Salat. So. Und die sollen halt in etwa gleich groß sein, weil sie dann miteinander frittiert werden und dann sind sie gleichzeitig goldbraun gebacken. So, ich drehe jetzt da die ganze Masse einmal an und dann melde ich mich wieder bei euch. So, jetzt habe ich meine Bällchen abgedreht. So schauen sie aus. Und die kommen jetzt da zuerst in den Backteig. Da habe ich Tapioca-Mehl mit einem Wasser angerührt, also eine Stärke. Ihr könnt jedes Stärkemehl nehmen. Mit Paprikapulver, ein bisschen Kurkuma, Salz, Gewürze, Knoblauch, Zwiebelpulver, einfach so, wie ihr es würzen wollt. Und ein bisschen Kalanamak habe ich rein da. Und da werden jetzt die Bällchen drinnen gedreht. Das ist unser Eiersatz quasi. Und dann habe ich da Brösel und da werden sie dann gewälzt drinnen. Also einfach panieren. Ihr könnt die Panier auch aus einen gröberen Paniermehl machen. Ihr könnt da auch noch ein bisschen Kräuter rein tun, wenn ihr wollt. In der Zwischenzeit habe ich da schon mein Öl heiß gemacht.
Ja. Ich bin eh noch beim Panieren. Na, Kalliope. Kalliope, bist du neugierig? Zauber mal. Dann kann ich in der Zwischenzeit noch was erzählen. Und zwar, wir haben ja, die machen wir heute auf Salat. Da haben wir schon ein bisschen Blattsalate und Tomaten hergerichtet. Aber da könnt ihr euch an jedem Salat zusammenrichten, wie ihr es wollt. Auf den ihr die Bällchen anrichten wollt. Und ein Dressing habe ich mir gemacht aus Balsamico mit ein bisschen Tomaten, ein Olivenöl, Kräuter und ein bisschen Salz, mit dem wir dann den Salat marinieren. Und ich habe mir auch gleichzeitig nur eine Dipsauce hergerichtet. Für die Dipsauce habe ich Zwiebel und Knoblauch schön glasig angeschwitzt. Du kannst schon die ersten rein. Und dann mit Hoisinsauce und Sojasauce aufgossen und ganz dick einkochen lassen. Das ist meine Dipsauce, aber da könnt ihr auch jede fertige Dipsauce nehmen. Oder eine Sauerrahm-Schnittlauchsauce. Also ganz nach eigenen Wünschen. Aber ich mag eben die Hoisinsauce recht gern. Ich glaube, ein bisschen Pflaumenmus haben wir auch noch eine da. Aber ihr könnt da zum Beispiel auch Pflaumenmarmelade nehmen oder irgendeine andere, eine Mango-Marmelade und das im Eiern und dann schön einkochen lassen. Es passt da ein Chutney total gut dazu. Wenn ihr jetzt ein Mango-Chutney habt oder ein Pfirsich-Chutney, du schaust aber da ein bisschen. Die Kugeln, die Reisbällchen, die schmecken warm oder kalt. Ihr müsst es immer nicht auf Salat, ihr könnt es auch nur mit einer Sauce oder in einem Wrap rein, wie so ein Falafel-Wrap. Oder ihr könnt es mit einer warmen Sauce, wenn ihr jetzt da eine Pilzsauce dazu macht. Oder mit Hummus. Und ihr könnt es eben auch kalt snacken. Oder eben nur mit Ketchup und Mayo. Also so Reisbällchen sind aber voll kommod. Sehr dankbare Sachen. Und da könnt ihr mal größere Mengen zubereiten. Und sie sagt, sie hat Besuch und ihr braucht eine Kleinigkeit. Oder sie passen auch gut zum Branchen. Was hast du nicht zu locken müssen? Besuch kriegen. Ah ja, es ist ja gerade Lockdown. Aber der geht auch wieder vorbei. Wir dann jetzt da unsere Bällchen dabei fertig machen oder hast du die ersten schon mal zum Platzieren? Oder dauert es noch ein bisschen? Nein, die ersten war ich schon sicher. Dann zeigst du es schon mal her und dann melden wir uns, wenn wir alles fertig anrichten. Oder? So. Das ist eine gute Idee. Ja. Wunderbar. Ja, dann sehen wir uns gleich zum Anrichten. Tadadai. So, die ersten haben wir schon ausgefahren. Die haben jetzt wirklich nur so goldbraun gebraten. Da sind nur ein paar drinnen.
brauchen wir ein bisschen. In der Zwischenzeit habe ich da schon meine Platzsalate. Und da habe ich mein Dressing aus Balsamico-Essig, Olivenöl, ein bisschen Tomate habe ich da mit püriert und Gewürze. Aber da könnt ihr ja auch Dressing machen, wie es halt euch gut schmeckt. Ich habe die halt meistens im Kühlschrank, weil ich die in große Flaschen mache. Und eben da ist mein Dipsauce, wie gesagt. Zwiebel, Knoblauch angeschwitzt, Hoisinsauce, Sojasauce, Pflaumenmus oder Pflaumensauce. Tamarinde. Tamarindensauce und Pflaumensauce. Mhm. Haben wir dazu da unten dann einfach schön einkochen lassen. Da kann man dann schon die ersten Bällchen, die setzen wir da einfach auf den Salat drauf. Außer. Da hast du schon auch einmal dabei. Ja. Und eben die Bällchen tue ich da über auf ein mit Küchentrepp abdecktes Teller, damit das Fett ein bisschen abtropfen kann. So. Und fertig sind wir. Da haben wir jetzt noch ein bisschen Basilikumkerne. Oder ihr könnt auch Chiasamen nehmen. Da haben wir noch ein bisschen so drüber strahlen. Einfach nur für einen Farbakzent oder ihr könnt ja schwarze Sesamsamen oder weiße nehmen. Oder ein bisschen Kräuter oder ein bisschen weiße Dressing. Einfach anrichten, wie es euch gefällt, wie es euch schmeckt. So schaut es bei uns aus. Wir wünschen euch viel Spaß, gutes Gelingen beim Nachmachen und mich dazu freuen, wenn ihr mal ein Like da lasst. Und wenn ihr meinen Kanal abonniert, habe ich auch Freude. Okay, dann bis morgen. Ciao, pfiat euch.